Heute gibt es saftige Drumsticks. Zuerst nehme ich Speck und verteile ihn auf dem Boden. Als nächstes nehme ich geile Zwiebel, schneide die in Scheiben und mache die in Dartschuppen rein. Dann kommt das Salz rein, Pfeffer und ein Schluck Wein. Dann nehme ich Hähnchenunterschenkel, schneide ringsrum ein und löse die Haut geschmeidig vom Knochen. Und das übrige Fleisch drücke ich runter. So, jetzt haben wir ein Drumstick. Für die Marinade nehme ich 30 Knoblauchzehen und zerquetsche die in ein Schälchen. Hinzu kommt 300 ml Barbecue-Soße. Vollendet wird es mit einem geschmeidigen Rührgang. Damit die Sticks nicht in Zwiebel liegen, tue ich ein Gitter rein. Als nächstes wird das Hähnchen in die Marinade gedippt. Und dann lege ich die auf dem Gitter ab, damit die schön saftig und zart werden. Deckel drauf und Kohle an. Und spart bei der Kohle nicht, wir brauchen richtig Dampf. Damit die Kohle schön verteilt und abgewartet. So, nach einer Zeit mache ich den Topf auf und merke, wie saftig und zart das Fleisch geworden ist. Richtig geil. Guckt euch mal an, wie saftig das ist. Das Fleisch fällt vom Knochen. Und die Geschmacksexplosion. Pah!